Ja gut, also ich bin natürlich froh, wieder hier zu sein, mein Kumpel und Trauzeugen Fitze wieder mit ihm in einer Mannschaft spielen zu dürfen, natürlich die anderen Jungs auch kennenlernen zu dürfen und ja, ich bin natürlich rundum glücklich. Boah, das ist schwer zu sagen. Ich habe ja 5 Jahre hier gespielt, hier gewohnt. Es hat viele schöne Orte, natürlich allen voran das Eintrachtstadion, aber auch die Stadt drumherum, viel Grün, also hier kann man sich nur wohlfühlen. Ja, natürlich mit Fitze. Boah, das ist schwer. Also für mich persönlich war das Spiel gegen Fürth in Erinnerung geblieben. Da können Sie ja mal den Fürsti fragen, meine 2 Tore, die ich dann noch in der Nachspielzeit gemacht habe zum 2-2. Aber natürlich auch den Freistoß von Dami natürlich unvergessen mit dem Bundesliga-Aufstieg. Das Spiel in Unterhaching, wo wir dann in die 2. Liga aufgestiegen sind. Also es sind viele Spiele in Erinnerung geblieben. Ja, ich glaube, die Leute wissen ja meine Art, Fußball zu spielen. Bin jetzt nicht der Filigranste, aber ja, gebe immer alles, 100%. Und ja, darauf können sich auch die Leute hier verlassen. Mein Lieblingsessen? Boah, das ist schwer zu sagen. Natürlich während der Saison versucht man noch relativ gesund zu essen, aber wenn es die Zeit mal erlaubt, dann esse ich auch gerne mal eine Pizza oder einen Burger. Ja, zurzeit haben wir kaum Zeit, irgendwie Fernsehen zu schauen, aber ich interessiere mich für Wintersport, für Biathlon, eigentlich ganz interessant, guck Tennis. Ja, aber wie gesagt, zurzeit mehr als Fußball ist nicht drin. Beides, im Winter die Berge und im Sommer das Meer.